Willkommen, 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 willkommen zurück beim Let's Play von Minecraft. Ja, wir zocken natürlich direkt mal weiter. Ich habe ja, hallo? Wo ist mein, da ist mein Dings. So, ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, warum am Anfang keine, also am Anfang der Woche keine Folge da war. Das muss ich mich erstmal wieder einfinden. Und sollte im Hintergrund ab und zu irgendwie Musik zu hören sein, entschuldigt, dass ich stelle gerade eine neue Playlist zusammen, weil ich ja hoffe, dass ich dann ziemlich bald auch mal das Mischpult habe. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das jetzt unbedingt mal holen sollte? Ja, ich werde es auf jeden Fall demnächst mir besorgen. Also ich werde mir nein, nicht das, was ihr denkt, sondern ich werde mir das Ding demnächst holen und dann schauen wir mal, ob damit die Probleme dann gelöst sind. Sollten ja eigentlich. Also wenn ich das extern einspeisen kann und dann ein bisschen rumspielen kann an den Reglern, ein bisschen an den Nippeln spielen kann, dann bin ich erstmal froh und ausgelassen und außerdem, ja, was wollte ich sagen und nicht lügen. Ah ja, und außerdem haben wir dann auch endlich mal wieder Musik hinter. Nicht dieses Gedudel hier. Apropos Gedudel. Ja. Das geht einem irgendwann ja auf den Sack. So, hier, warte mal. Hilfe und Optionen, Einstellungen und Audio. Und jetzt hier bitte ganz schnell. Oh, oh, mit jedem Prozent. Oh, oh, ah. Ja, ja. Vollkommene Stille. Tut mir leid, ist dann vielleicht ein bisschen langweilig für euch. Aber hey, gibt ja bald wieder Mucke. Was ich auch nicht verstehe, seit ich das andere, also seit ich das Mikro hier verwende, geht das komischerweise mit der Musik nicht mehr. Mir ist auch aufgefallen, ich muss einen Popschutz ab und, also ich glaube, ich muss ja auch einen Popschutz darüber ziehen, weil mir ist aufgefallen, dass die Aufnahmen ziemlich stark teilweise, gerade die letzte, an der Qualität ein bisschen geschrammt hat. Und auch einige davor schon. Da hat man wohl, ja, da. Das Mikro hat an sich ja einen eingebauten Popschutz, aber der Popschutz funktioniert halt irgendwie nicht so wirklich. Das ist halt kein Schaum, hier nicht so ein Schaumgummiüberzug, sondern der Popschutz, den die da eingebaut haben, ist irgendwie so ein Schutz, Plastikschutzkäppchen, was dann praktisch das Mikro als solches direkt verdeckt. Also eher so ein kleines Plastikverdeck. So. Wir haben ja gesagt, wir machen. Wir haben auf jeden Fall schon mächtig Holz vor der Hütte. Man sieht übrigens, ich habe meinen Skin mal wieder geändert. Ich habe jetzt wieder hier German Officer genommen. Einfach weil. Ja, das. Ich hatte jetzt mal genug davon, irgendwie hier als Geist rum, also als Tod rumzurennen. Ich hatte auch genug davon, als Ritter rumzurennen. Da habe ich mir gedacht, komm, machst dir mal wieder den Gaudi draus und. In Erinnerung an die guten alten Zeiten des Let's Play Togethers mit Basti, haust du einfach mal wieder den German Officer rein. Das war ja damals. Da kam das Paket ja, glaube ich, gerade raus. So. Den Baum nehmen wir auch noch mit. Ja, da kam das Paket gerade raus. Dann habe ich den auch reingehauen und habe den da auch eigentlich relativ lange getragen. Muss man mal so neidlos anerkennen. Also ich habe da ja tatsächlich sehr, sehr lange mit gespielt. Und dann aber irgendwann wieder zurückgewechselt. Mein allererster Nicht-Standard-Charakter war ja der Skin, war ja der Smoking. Das war ja einer der ersten Mitgelieferten, der Typ im Smoking, den man ja eigentlich als, ich weiß gar nicht, vierter, fünfter Spieler auf der Karte bekam. Den habe ich ganz gerne genommen. Und wenn das, als das erste Paket rauskam, habe ich mir den Creeper geholt. Beziehungsweise ich habe das Paket geholt und nahm dann den Creeper als Standard-Skin. Aber bisher hat mich noch nichts wirklich neu vom Hocker gerissen, dass ich sage, wow, den brauche ich jetzt unbedingt, den muss ich nehmen. Gab ja Leute, die fanden zum Beispiel Claptrap ganz geil, aber irgendwie konnte ich mich jetzt nicht für begeistern für das Texture Pack. An sich, geile Sache auf jeden Fall. Also, was ich auch noch hatte, war von Battle and Beasts der Enderman im Smoking. Den hatte ich auch noch. Auch sehr lange getragen. Ach du Scheiße, hier sind ja wirklich alles voll. Karl, da müssen wir noch ein paar Bäume anbringen. Wie komme ich jetzt darauf? Von oben, ne? Angriff von oben. So, zack, ja, zack. Da buddeln wir uns auch mal noch bis da unten durch. Und was wollte ich sagen und nicht lügen? Ja, wie gesagt, mit der Musik. Ich weiß nicht, ob man die hört. Ganz leicht, glaube ich. Das Mikro sagt, ganz leicht hört man die Musik im Hintergrund. Das liegt halt tatsächlich daran, dass ich mir momentan eine ruhige oder eine epische Playlist zusammenstelle, nennen wir es mal so. Und da muss ich ja auf ein paar verschiedene Sachen achten, leider Gottes.
Also ich kann nicht jedes geile Lied, zum Beispiel Two Steps from Hell und so was, geht eigentlich fast gar nicht, weil es da Content-Ansprüche gibt und so weiter und so fort. Und um das zu umgehen, habe ich mir gedacht, ja, nehme ich mir die Zeit und stelle, das wäre zum Beispiel so eine Playlist, könnte ich mir gut vorstellen, für unser Let's Build. Gerade finde ich, das stört dann vielleicht in den ruhigeren Passagen nicht, wenn man da so ein bisschen geile Cinematic Music, also Epic Cinematic Music hinter hat. Das stört dann nicht ganz so stark. Wo wollte ich jetzt eigentlich hier hin? Bin ich blöd? Also die Frage übrig sich ja, aber was tue ich hier schon wieder? Was treibe ich denn hier? So. Ich wollte definitiv wahrscheinlich diese Bäume hier abholzen. Oh, Musik alle. Ich glaube, das... Es ist... Ich muss mal ganz kurz gucken. Es ist irgendwie komisch. Ausgerechnet Best Dramatic Music Ever. Royalty Free, ja... Lädt nicht. Oh doch, ich glaube jetzt schon. Nee, doch nicht. Habe ich falsch geglaubt. Hallo? Gut, dann bitte einmal das danach. Und, lädst du? Lade. Lade. Oh, ich gucke die ganze Zeit in den Baum. Hänschen, guck in die Luft. So. Also irgendwie ist die Musik jetzt aus. Das finde ich aber nicht so schön, Freunde. Ich muss sowieso, glaube ich, ich werde bald wieder von Chrome runtergehen, weil es hat sich da irgendwas reingehackt, oder ich muss Chrome nochmal komplett neu installieren. Irgend so ein Scheißer hat sich da reingehackt und haut mir jetzt andauernd irgendwelche Scheiß... Also der eingebaute Pop-Up-Schutz, ja, von Google Chrome wird durch ein Schadprogramm wird der übergangen. Was ja schon mal die erste Krönung ist an der ganzen Sache. Und was noch viel geiler an der Sache ist, ja. Ich finde das Scheißprogramm auf dem PC nicht. Ich kann machen, was ich will. Ich kriege ja auch keine Infos, von wem das kommt. Beim letzten Mal habe ich es ja wenigstens durch die Toolbars lösen können. Also, da war das ein Problem, das hat eine installierte Toolbar ausgelöst. Aber diesmal ist es ja nicht mal eine Toolbar. Ich habe keine Toolbars mehr drauf. Ich habe wirklich alle drunter geklopft, was runterkloppen, also was wirklich runter zu kloppen ging. Sogar Toolbars, die ich eigentlich behalten wollte, weil die nützlich waren. Aber gut, man nutzt sie ja eh kaum. Ich weiß nicht, nutzt ihr die Toolbars eigentlich groß? Ich persönlich habe sie fast nie benutzt. Die Funktion da drin, ich weiß nicht. Das ist so wie mit bestimmten Apps. Die größte Krönung sind eigentlich wirklich die Apps, wo du dann... Tatsächlich, da geht gerade, ich glaub's nicht, da geht gerade der nächste Song los. Man hört ihn aber nicht. Doch, jetzt kommt irgendwas. Ganz leise. So. Zack. Da ist noch einer. Also, ihr seht schon, wir nähern uns dem Ende unseres Baummassakers. Die Axt ist so gut wie im Arsch. Die haut nicht mehr viele Klötze aus den Schienen. Wir müssen mal ganz kurz zurücklaufen und gucken, ob wir da schon irgendwo Äpfel oder sowas haben, die wir aufsammeln können. Weil ihr wisst ja, ich sammle von Herzens gerne Äpfeln. Äpfeln vor allem, Äpfel. Und deshalb schauen wir einfach mal nach, ob hier schon irgendwo welche liegen. Zack, zack, zack. Hinauf, hinunter, hinauf, hinunter. Ein ewiges Auf und Ab. Nein, Äpfel sehe ich persönlich jetzt keine. Doch, hier ist einer. Zack. Es scheint ja auch eine Kuh. Ich habe eine Kuh gehört. Die darf ich natürlich auch nicht vernachlässigen. Ich bin schockiert. Schon 2 Folgen keine Kuh mehr gekillt, glaube ich. Das muss nachgeholt werden. Wir müssen also jetzt den Rest der Folge dann nur noch Kühe schlachten. Wo ist sie? Da ist sie. Und leise pirschte sich der Jäger an seine Beute. Und er pirschte sich. Sie nahm Witterung auf. Doch sie konnte ihm nicht entfliehen. Zack. Jetzt ist sie mir doch entflohen. Ja, was machte er? Er beobachtete sie. Sie beobachtete zurück. Und dann nahm er sein Schwert und zog es ihr einmal durch die Arschritze. Oh. An der Kante hier runter, zack.
Das ist irgendwie strange. Also, ich weiß nicht, könnt ihr oder spielt ihr in diesem Modus? Ich kann mich damit nicht so wirklich anfreunden. Zack, zack, zack. Ich meine, es geht, man kann damit spielen, ja, aber als optimal sehe ich das nun nicht. Das ist eher so, das wäre für mich die Notlösung und. Jetzt stellt euch einfach mal vor, die hätten das Spiel in dieser Einstellung wirklich standardmäßig auf den Markt geworfen. Hier droppen einfach Äpfel aus der Luft. Coole Sache. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das hat gleich ein Arschgesicht. Zack. Bleib hier. Aha. So, die Hühner des Teufels lassen wir mal am Leben. Den Baum nehmen wir auch nicht mit. Die haben wir da unten noch ein bisschen. Hat denn hier jemand Äpfel fallen lassen? Ja, Apfel. Sapling, oh, noch ein Apfel. Dein Glück, Kuh, denn die Äpfel lenken mich von deinem Leder ab. Ich möchte den. Ah, dein Leder. Ich habe dich aber nicht vergessen. Komm. Komm zu Papi. Wir sind der Tierlieb. Wir bürsten den Tieren natürlich nur das Fell. Ab und zu fällt ihm beim Bürsten allerdings auch mal so ein Stück Kotelett raus. Schaf. Schweine. Noch mehr Schweine? Keine Kuh mehr? Keine Kuh mehr? Keine Kuh? Schweinerei. Also wirklich eine Schweinerei hier mit zwei Schweinen. Das ist eine Schweinerei. So, dann machen wir uns jetzt an den, ich glaube, letzten Baum. Wir pirschen uns heran. Wir sind ja jetzt hier Jägersmann. Zack. 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 Und zack. Und noch den hier unten und dann haben wir das erledigt. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie die Axt in den Arsch kriegen. Also, schneide in den Bodenrahmen und dann einmal bitte breitbeinig auf den Stock setzen. Ich schätze mal, es gibt Leute, die sowas interessant und lustig finden. Allerdings mögen die auch Arztbesuche. So. Oder die Prostata-Untersuchung. So, jetzt ist aber langsam mal gut. Wie lange hält denn die Axt hier noch? Zack. So, und damit wir hier nicht ein schlechtes Gewissen haben, dass wir da oben das. Alter, ist ja doch ein großer. Wisst ihr, was wir da einfach machen? Damit wir kein schlechtes Gewissen haben müssen, dass wir hier so einen Riesenbaum weggenommen haben. Aus Versehen. Wenn die Axt im Arsch ist. Lass mich einnehmen. Köstlich Holz, ja. Auf der anderen Seite möchte ich das ganz gerne nochmal genauso. Hallo? Ja. Na, wenn das kein Zufall ist. Und da setzen wir jetzt genau einen Baum drunter. So. Wenn der groß wird, wenn der mal groß und stark wird, so wie wir, dann wird er da reinwachsen und das sieht dann aus wie ein großer Baum, obwohl es kein großer ist. Wir sind schlau. So. Ich mag die Musik im Hintergrund. Ich find die toll. Die hört sie wahrscheinlich nur ganz leise, aber ich habe die ja hier mit einer passablen Lautstärke. So. Und dann hoffe ich doch, dass jetzt wirklich bald mal wieder Playlist reingeht. Weil es ist mir selber auch ein bisschen langweilig, ohne Musik zu spielen. Da kannst du mal aus. Also, mir ist auch schon öfter mal aufgefallen, was eigentlich für ein großer Anteil von der Dramatik eines Spiels oder generell von dem Feeling, das man beim Spielen hat, auf die Musik entfällt. Weil, wenn man zum Beispiel einfach mal bei so Sachen wie Dead Space die Musik ausmacht, dann entfällt gleich mal ein großer Teil des Gruselfaktors. Aber gut, ich habe mich bei dem Spiel eh nicht so gegruselt. Das lag jetzt nicht daran, dass ich besonders furchtlos bin, sondern einfach daran, dass ich das Spiel nicht ernst genommen habe. Oder nicht ernst nehmen konnte. Ich habe dann so Sachen gemacht wie Leichen malträtiert, in denen ich denen die Arme, diese Arme von diesen Viechern da, die man mit Telekinese-Kräften oder mit diesen Anhebungskräften da durch die Gegend schleudern kann, immer wieder in den Körper gesteckt habe. Ich habe Leute wie in Nadelkissen verwandelt und habe Leichen aufeinander gestapelt, die dann lustig durch die Gegend gezuckt sind. Kann ich übrigens bloß mal empfehlen. Das sieht bei manchen Leichen sehr interessant aus. Sieht ein bisschen aus wie das Paarungsverhalten von Karnickeln. Oder, naja, was heißt ein bisschen? Es sieht tatsächlich so ein bisschen danach. Also, nicht nur ein bisschen, sondern sieht wirklich danach aus.
So. Müsste man machen. Aber wie gesagt, ich kann solche Spiele einfach, oder ich nehme solche Spiele auch einfach nicht ernst genug. Ist ein großer Fluch von mir. So. Hallo? So, da. Okay. Hier waren wir jetzt schon. Dann kommt da noch einer hin, hier noch einer hin, da und da. Hallo? Da. Der hat aber, das hat Rhythmus. Wobei es, glaube ich, ein bisschen zu schnell, aber ich finde ihn gut. Der kommt definitiv auch in die Liste. Verzeihung, ich muss mal ganz kurz hier AFK und so, so. Gefällt mir. Da können Schweine glatt fliegen. Hey, bleib hier. Ich habe gesagt, da können Schweine glatt fliegen. Bleib hier. Siehst du? Ist geflogen. Zack. So. Ja. Schweine reiten können wir hier, könnten wir hier zwar, wenn wir einen Dungeon finden. Allerdings, ja, ich sag mal, was würde es das bringen? Denn wir können das Schwein hier in dieser Welt, also in dieser Welt einfach nicht lenken, weil es keine beschissenen Mogrüben gibt. Es gibt nicht mal normale Mogrüben. Keine beschissenen und keine normale. Aha, das ist einfach furchtbar mit den verschiedenen Versionen. Ich möchte aber nicht schon wieder eine neue Welt anfangen. Wir haben hier schon so schöne viele Diamanten gefunden. So. Zack. Sind das dann dieselben Bäume? Ja, das sind dieselben. Weil wir haben hier noch mächtig, mächtig viele Bäume, die wir ausbringen können. Das war schlau. Komm. Zack, zack, zack. So. Platzieren, platzieren, platzieren. Okay. Das ist, glaube ich, eher weniger sowas. Das passt hier eigentlich nicht so rein. In die Playlist. Da gehen wir mal ins Weiter schon. Also happy wollen wir die Playlist ja nun überhaupt nicht haben. Die soll episch sein und nicht happy. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist. Die Playlist, die da bei YouTube zur Verfügung steht, heißt doch sogar Epic Cinematics. Aber gut. Im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Wenn sich schon einer die Mühe gemacht hat, da eine Playlist zu erstellen, dann kann man die auch mal durchhören. Wenn die Playlist noch mal laden würde. So. Was sagt die Zeit überhaupt? Ich quassel hier und pflanze und fälle. Oh, na, 3 Minuten haben wir noch. 3 Minütchen sind's ja noch. Da können wir ja noch hier mächtig viele Bäume ausbringen. Zack, zack. Ich versuche mich auch zu beeilen. Wir sind ja schon auf 30 runter. So, da kommt noch einer hin und hier kommt noch einer hin. Und da und da und da und da und da und hier und dort und jenes und der hier und der ist auch ganz wichtig und der und der und der und der. Ah, Äpfelbaum. So. So sieht das dann übrigens aus, wenn ich schnell versuche, Wälder anzulegen. Die sind dann mehr durcheinander als andere. So. Oh, da sind uns schon die Bäume ausgegangen. Wenn es weiter nicht ist, wir haben ja noch ein Packen. Ein Bündel. Ich stelle mir gerade mal vor, wie der dann so mit so einem Bündel voller kleiner Bäume auf dem Rücken durch die Wälder zieht und die überall in den Boden steckt. So, und wenn er nach Hause kommt, nimmt er seinen Stock und steckt ihn woanders rein. Hm, was? Habe ich was gesagt? Nein. Okay. So, natürlich, also, ich weiß nicht. Man kann ja so ein paar Sachen sagen, ohne dass man jetzt, zu jugendfeindlich. Das ist ja auch so eine Sache, so eine ganz neue, neumodische Sache ist das ja, ne? Jugendfeindlich, frauenfeindlich, ausländerfeindlich, regierungsfeindlich, freiheitsfeindlich. Egal was man macht, man ist immer irgendetwas gegenüber feindlich ausgelegt oder feindlich gesinnt. Auch wenn man seine eigene Meinung dazu kundtut, dann ist das sofort eine feindliche Sache. Also zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt Berufe, in denen Frauen einfach aufgrund der Voraussetzungen, die dieser Beruf mit sich bringt, nicht arbeiten können, dann ist das sofort frauenfeindlich. Und da muss auch sofort eine Frauenquote ran und da muss dann geguckt werden wegen Gleichberechtigung und pipapo. Und dann frage ich mich halt immer, die Leute, die sich sowas ausdenken, lesen die eigentlich auch, was die da so auf die Plakate kritzeln, so wie zum Beispiel, dass Frauen bevorzugt eingestellt werden. Ist denen das eigentlich aufgefallen, dass dieses Wort bevorzugt doch eigentlich schon ausschließt, dass es sich um Gleichberechtigung handelt?
Ich meine, was hast denn das wirklich mit Gleichberechtigung zu tun, wenn Frauen bevorzugt eingestellt werden? Das hat ja dann vielleicht insgesamt, dass da in dem Betrieb dann mehr Frauen sind, den Vorteil. Aber im direkten Vergleich Mann gegen Frau würde das dann bedeuten, dass der Mann immer im Nachteil ist. Nicht bevorteiligt, sondern benachteiligt und also auch nicht gleichberechtigt. Und das geht meines Erachtens nach am Ziel vorbei. Und zu glauben, dass es Berufe gibt, in denen Frauen einfach weniger eingestellt werden, die gibt es tatsächlich. Das sind zum Beispiel Bauberufe, weil man Frauen diese Arbeit einfach nicht zumuten will und kann. Das wäre nämlich fahrlässig in manchen Situationen. Also du kannst eine 1,60 Meter Frau nicht einfach auf den Bau schicken. Wie soll die denn da überleben? Das geht doch nicht. Also ich sag mal, wenn diese Person, egal ob männlich oder weiblich, die körperlichen Voraussetzungen für einen Beruf nicht erfüllt oder die seelischen, dann ist sie einfach nicht geeignet und fällt aus diesem Punkt heraus. Und nicht, weil sie Brüste hat oder weil sie Würstchen zwischen den beiden hängen hat. Also, ja, das ist für mich Gleichberechtigung. Und da zum Beispiel, da finde ich den Schritt, dass man zu den Bewerbungen jetzt keine Fotos mehr schicken muss, ist einer der Punkte, den ich schon mal grundsätzlich richtig sehe. Was ich zum Beispiel auch als grundsätzlich richtig ansehen würde, wäre, oder was ich als richtigeren Weg ansehen würde, wäre das Abschaffen der Namen auf den Bewerbungen, so dass man nur noch eine Nummer und ein leeres Blatt Papier, also nur noch die Nummern und die Daten vor sich sieht. Von der Bewerbung. Dann kann man nämlich nicht ausländerfeindlich sein, man kann nicht frauenfeindlich sein, man kann nicht männerfeindlich sein. Man stellt die Leute nach ihrer Qualifizierung ein, egal ob sie schwarz sind und Würstchen zwischen den Beinen hängen haben, ob sie weiß sind und Würstchen zwischen den Beinen hängen haben, oder ob sie schwarz sind mit Brüsten oder weiß sind mit Brüsten oder vielleicht sogar beides. Also weiß mit Brüsten und mit Würstchen gibt's ja auch. Ja. Darf man auch nicht. Also muss man ja auch mal ganz klar sagen, ne? Die darf man ja auch nicht benachteiligen. Diese spezielle Gruppe. Die sind zwar sehr klein, aber ich sag ja nicht. Zum Beispiel, wenn man, um von dieser Gruppe wegzukommen, die mir ein bisschen suspekt ist. Ich persönlich zum Beispiel hege Abneigung gegen diese Menschen. Sehe aber keinen Grund, ihnen ihr zustehendes Recht zu verweigern. Ja, und dann haben sie halt ihren eigenen Lebensstil. Ich sag mal, solange sie selber mit sich glücklich sind, von mir aus können sie sich auch 2 Schwänze anbasteln und 3 Brüste, das ist mir dann sowas von egal. Solange sie mich als Person oder mich als Menschen in Ruhe lassen und ich mein Ding machen kann, das passt ja auch irgendwie nicht. Naja, gut. Solange ich halt als Person oder als Einzelperson wirklich mein Ding machen kann und die mich nicht belästigen, ist mir das vollkommen egal. Wenn sie sich ein ganzes Bündelschwänze annähen lassen, das ist mir dann wirklich gleich. Und einmal ringsrum um die Schultern überall Brüste, das können sie von mir aus machen, wie sie wollen. Die können auch alle untereinander gerne rumpoppen, wie sie wollen. Wie gesagt, solange sie mich in Ruhe lassen, ich muss sie nicht tolerieren, ich muss sie nicht akzeptieren, ich kann einfach friedlich mit diesen Menschen, und das fällt mir jetzt schwer, sie Menschen zu nennen. Ich kann friedlich mit diesen Menschen nebeneinander leben, ohne sie integrieren zu müssen oder sie akzeptieren zu müssen. Alles, was ich brauche, ist eine Gleichgültigkeit. Wenn sie mir gleichgültig sind, dann ist es mir, also wenn sie mir wirklich vollkommen egal sind, dann ist das die höchste Form, die man, also eigentlich in dem Fall ist es ja dann Toleranz. Weil es gibt keine höhere Form der Toleranz als Gleichgültigkeit. Bin ich der Meinung. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so eine verkorkste Einstellung ist, aber ich sage mir, wenn mir etwas vollkommen egal ist, also wenn es mir wirklich total am Arsch vorbeigeht, erst dann habe ich sie so wirklich toleriert. Dann bin ich richtig tolerant und nicht, wenn ich anfange, sie zu hypen, weil sie jetzt mal anders sind, dann habe ich sie eigentlich im Grunde auch nicht toleriert, sondern bevorzuge ich sie ja wieder. Also auch schwieriges Thema, wie man sich das auslegt. Und ich glaube, in dem Fall sollte man nicht das Gesetz zu Rate ziehen, sondern in solchen Fällen ist tatsächlich Ethik und Moral der Wegweiser. Und Ethik und Moral ist wieder so ein Punkt, wer bestimmt jetzt, was falsch und was richtig ist. Ne? Also wer sagt da jetzt, das war jetzt nicht so richtig und das nicht, die Gesellschaft? Die Gesellschaft kann vielleicht sagen, ja, das ist jetzt in unseren Augen nicht richtig. Aber Ethik und Moral, das sind 2 Sachen, die bei jedem Mensch fest integriert sind. Es gibt Sachen, die tut man einfach nicht, das kommt einem dann auch selber falsch vor, das wird einem zum einen natürlich durch Erziehung mitgegeben, zum anderen hegt man einfach gegen bestimmte Sachen eine angeborene Abneigung.
Also wenn man jetzt jemanden beibringt, du darfst nicht stehlen, der von Haus aus aber irgendwie diebisch veranlagt ist, dann wird der halt immer wieder was stehlen. So, er wird dann zwar ein schlechtes Gewissen bekommen, weil ihm jahrelang beigetrichtert wurde, dass es falsch ist, aber er wird es deshalb nicht komplett ablegen oder er wird zumindest auch sehr oft noch dran denken. So, selbst wenn er es schafft, das zu unterdrücken. Er wird sehr häufig dran denken und so ist das halt mit allem. Und bei Ethik und Moral bin ich der Meinung, die sollten darauf abgestimmt sein und ausgelegt sein, dass man gut miteinander auskommen kann. Ohne jetzt speziell eine Volksgruppe integrieren zu müssen. Ist doch sowieso so ein großer Irrglaube, dass man alles integrieren muss. Alles muss integriert werden. Jeder muss sich den anderen anpassen. Warum denn? Lass die doch ihre Chinatown bauen und ihre... jetzt versprügel ich die Kuh mit einem Stock. Ich glaub's nicht. Wo wir gerade bei so spannenden Themen waren. So, alles klar, dann würde ich sagen, war das die Folge für heute. Wieder so ein bisschen Brainstorming betrieben. Ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so über diese Themen denkt, von wegen Ethik, Moral, Frauenquote, pipapo. Wenn ihr euch dazu irgendwie dazu eine Meinung äußern wollt, könnt ihr das hier gerne tun. Ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar. Ich lese sie auch alle, und zwar alle zwei, die ja unter jede Folge kommen. Aber ich hoffe, es werden bald mehr. So, Mann, ich habe hier schon wieder irgendwie Duden verkehrt rum geschluckt. So, jetzt aber genug hier. Ich renne hier schon die ganze Zeit wie so ein Kleinkind so aufgeregt durch die Gegend. Ich weiß gar nicht warum. Okay, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Dann auch wieder mit genauso spannenden Themen. Und ja, dann würde ich mal sagen, Tschüssikowski, bis dann. Wir sehen uns. Ciao.